Gut und willkommen am Whisky-Babbler. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir. Und heute habe ich den Pot-Ace Cake 8 Jahre dabei. Pot-Ace Cake 8 Jahre. Was ist Pot-Ace Cake? Es ist keine wirkliche Brennerei. Sie schreiben aber fett drauf, Isla Single Malt Scotch Whisky, 8 Jahre alt. Und zwar ist diese Serie, dieses Produkt benannt nach der Fähre oder nach dem Fährhafen auf Isla Pot-Ace Cake. Port Ascaic, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich sage jetzt mal Port Ascaic. Sie haben viele verschiedene. Der 12er war auch so ein bisschen in diesem Look mit diesem leichten Blau. Dann haben sie einen mit so einem roten Look dran. Das war jetzt der 15er. Ja, ist eine schöne Serie. Früher wurde mir immer gesagt, oder was man so gehört hat, das ist Kalila. Weil es halt einfach von der Region super nah dran liegt, hat man gesagt, das ist die Brennerei. Die Malts waren auch alle ähnlich. Oder was heißt ähnlich? Gibt ja den 100 Proof, 16, 19. Und die waren für mich alle sehr vergleichbar. Also hat man geguckt, welcher schmeckt einem. Da hätte ich gesagt, ja, Kalila ist es. Mit dem neuen 15er bin ich wieder unschlüssig. Das ist für mich ein Bomo gewesen, so vom Geschmacks. Man kann sich da gut täuschen. Wir werden es nie so richtig erfahren. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Eine Serie, rauchige Malts von Isla. Hier der Einsteiger, der 8er. Wie immer mit 45,8 Volumenprozente abgefüllt. Und den lassen wir uns jetzt mal schmecken und schauen mal, was da in der Nase, auf dem Mund und naja, im Abgang kann. Ich habe mir wie immer einen eingeschenkt. Das erste, was einem entgegenkommt, ist so eine frische, salzige Note, beziehungsweise eher so Meeresbrise, leichter Seetang. Ja, diese frische Meernote und Salz. Dahinter versteckt sich dann so eine Süße. Leichte Kräuter vielleicht noch und dabei schwingt die ganze Zeit der Rauch sehr angenehm, leicht aschig, so um den Whisky drumherum. 8 Jahre, die Farbe ist relativ hell. Ja, und jetzt kommt vielleicht noch so was leicht Metallisches aus der Nase. Riecht aber schimmelig, geradeaus, Isla, Rauch, schön. Oh, leer. Im Antritt erstmal der Rauch. Asche, Asche, Asche. Da muss man sich so ein bisschen durchschlürfen. Und dahinter kommt dann eine Süße. Leicht salzige Note. Süße, so ein bisschen Vanille für mich. Ja, Vanille trifft es ganz gut vom Fass. Hinten dran dann jetzt auch ganz leichte Bitteraromen. Minimale Würze, vielleicht so ein heller weißer Pfeffer. Ja, die Asche. Leichte Asche, Rauch, Salz, Süße dominieren total den ganzen Mund. Erst im Hintergrund kommen dann diese leichten Vanillenoten. Leichte Würze, es wärmt leicht. Alkohol super eingebunden. Wird jetzt ein bisschen trocken. Abgang so mittel. Solider Malt. Man darf jetzt nicht zu viel erwarten, aber für so einen schönen Raucher ist er echt schön erstmal. Mein Fazit zum Pot-Ace Cake 8 Jahre. Ja, es ist vielleicht ein bisschen kritisch. Mir schmeckt er gut, das will ich sagen. Die Flasche ist halt auch vom Preis relativ günstig. 33, 35, 30 Euro kriegt man die Flasche. Ich glaube jetzt immer noch relativ große Chargen gab es da, glaube ich. Obwohl sie sagen, limitiert manchmal. Ist ein schöner Isla Whisky, der wirklich geradeaus ist. Er hat die salzigen Noten, er hat dieses leicht grasige dabei. Auf der Zunge hauptsächlich dann diese Asche und diese Süße, umwoben von so ein bisschen Süße von der Vanille, ein bisschen Pfeffer. Das kommt so rein, aber eigentlich ist der Malt immer geradeaus. Er fährt immer wieder zurück auf diese rauchige Note
Und es ist so ein schöner Eiler-Drum, den man jemand anbieten kann. Einfach mal Eiler zu probieren, ohne jetzt noch irgendeinen Sherry-Einfluss, irgendeinen speziellen Fass-Einfluss. Ich würde sagen, die 8 Jahre merkt man, der Malt ist ein bisschen jung. Er ist aber null alkoholisch. Er ist nur von seiner Komplexität eher einseitig oder vielseitig. Er ist da in seinem Spektrum, er verändert sich nicht. Ist lecker, macht Spaß zu trinken. Einfach auch zu dem Preis eine super Sache. Welchen Malt kriegt man für den Preis von Eiler? Das ist dann eher so die Ausnahme. Da gibt es noch einen Finn Lengen. Da würde ich jetzt den Port Askaig 8 als soliden Vergleich, ein bisschen komplexer ist er dann noch als der ein oder andere, als diese Old Reserve. Dafür ist er aber auch nicht so extrem rauchig. Er ist so leichter. Macht Spaß zu trinken. Kann ich nur empfehlen, sollte man mal ausprobieren. Man kann nicht viel falsch machen, ist auch eine schöne Flasche zum Verschenken. Ich finde, sie sieht schön aus. Man hat mal ein bisschen was, was man nicht so kennt. Ist auf jeden Fall mal wert zu probieren. Das war's mit mir mit dem Port Askaig 8. Bis demnächst. Tschö.